Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Ein wesentlicher Teil des Erwachungsprozesses. Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton am 13. Januar 2020. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir haben beschlossen, das Angebot von Energie an die Menschheit durch die arcturianischen Portale zu beschleunigen, weil wir verstehen, dass wenn ihr Energie spürt, sie wirklich eure Aufmerksamkeit bekommt. Das Fühlen von Energie in eurem Körper ist ein wesentlicher Teil des Erwachens. Es ist etwas, über das nicht annähernd genug gesprochen wird. Und einer der Gründe, warum nicht genug darüber gesprochen wird, ist die Menge an Informationen, die es da draußen gibt. Informationen, Theorien, spirituelle Wahrheiten und andere Teile eurer Geschichte, die ihr anzapfen könnt, helfen euch nicht annähernd so effektiv dabei, zu dem zu werden, wer ihr wirklich seid, wie von einer positiven Energie erreicht zu werden. Wir wissen, dass genug von euch darum gebeten haben, erreicht zu werden, und wir sind nur diejenigen, die sich auf diese Anfragen einlassen. Wir laden euch ein, für die Energien zu fühlen, die zu dieser Zeit hereinkommen, und zu bemerken, wie sehr sie sich nach uns anfühlen, wie die einzigartige Schwingung, die wir anbieten, wenn wir durch diesen großzügigen Gastgeber, diesen Kanal kommen. Bemerkt, dass die Energien, die gerade jetzt anwesend sind, euer spirituelles Wachstum und eure Entwicklung unterstützen. Bemerkt, wie sie euch beeinflussen, wenn ihr euch öffnet und euch auf die hochfrequenten Energien einstimmt, die aus unserem Sternensystem kommen. Wisst, dass ihr, wenn ihr diese Energien empfangt, plötzlich weniger an all diesen Informationen interessiert seid, von denen viele im Widerspruch zu anderen Informationen stehen, die ihr seit eurem Erwachen erhalten habt. Ihr müsst eine Erfahrung machen, um etwas zu wissen, und wenn ihr übermäßig darauf bedacht seid, Fakten und Daten richtig zu ordnen, seid ihr nicht so offen für eine Erfahrung, wie ihr vielleicht denkt. Deshalb sprechen wir immer wieder davon, von den elektronischen Geräten wegzukommen. Wir möchten wirklich, dass ihr euch auf das einstellt, was gerade energetisch passiert, und dass ihr ein Gefühl für die Vertrautheit dieser Energie bekommt. Spürt die beruhigenden Botschaften, die ihr ständig von uns bekommt, und fühlt, wie ihr von diesen Energien nach oben gezogen werdet. Vergewissert euch, dass ihr geerdet seid, denn das wird euch tatsächlich helfen, diese arcturianischen Energien auf eine viszerale Weise zu erfahren. Wenn ihr geerdet seid, wird euch das helfen, das, was wir durch die arcturianischen Portale ermöglichen, zu erden, und ihr werdet dann in der Lage sein, mehr von dem, was wir so frei geben, mit dem Rest der Menschheit zu teilen. Entspannt euch einfach, öffnet euch und empfangt, nachdem diese Übertragung abgeschlossen ist, und ihr werdet nicht enttäuscht sein. Wir sind der arcturianische Rat, und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.